Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem nächsten Tagesimpulsorakel und zwar heute für den 25. Oktober 2019. Ja, ich habe wieder ein Orakelkartendeck mit und einmal Lenormand-Karten und auch den tollen Glücksstein von meiner Kollegin. Am Montag habe ich euch erzählt, was es mit dem Stein auf sich hat. Wer es noch nicht gehört hat, kann sich gerne nochmal das Montag-Video anhören. Ja. Das ist für mich ein ganz besonderer Glücksstein und ja, alles andere steht unter dem Video. Wenn ihr euch für die Karten interessiert, da habe ich alle verlinkt und alle anderen wichtigen Dinge. Und ja, dann fange ich mal an. Ja, das ist ein ziemlich großer, dicker Stapel und dann ziehe ich hier mal eine Karte für uns und ja, ich ziehe es für euch für den Tag. Was gibt es da für einen Impuls? Okay, ich zeige es euch mal in die Kamera. Oh, okay, ja, ich habe da irgendwie so ein Koordinationsproblem. Ja, ich lese eh vor. König des Herbstes, mitfühlend, erfahren, charismatisch. Setz dich rückhaltlos ein, wenn es um etwas geht, von dem du weißt, dass es richtig ist. Alles entwickelt sich in deinem Sinne. Für einen guten Menschen oder ein gutes Unternehmen tätig sein. Okay, also die Karten wollen dir hier Mut machen, dich für was einzusetzen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Manchmal, ja, ist man sich bei Dingen nicht sicher. Also mir geht es da ganz oft so, dass ich, wenn Dinge sind, ich habe zwar schon eine Intuition, ein Gefühl für etwas, aber irgendwie bin ich mir dann doch nicht sicher und dann frage ich vielleicht herum, die Fische haben wir noch. Also dann frage ich herum, frage andere, frage vielleicht Freunde und dann habe ich 1000 Meinungen und dann ja, weiß ich wieder nicht genau, was ich eigentlich wollte. Also vielleicht ja, sollt ihr da wirklich nicht, vielleicht, ich bin mir sogar sicher, sollt ihr da eure Intuition spielen lassen und euer Gefühl, ja. Also, aber ich möchte jetzt noch gern schauen. Moment. Wo ist der Herrscher? Ich möchte euch noch gerne vorlesen, was hier steht, wenn ich die richtige Seite im Büchlein finde. Moment, ich hab's gleich. Moment, Entschuldigung. König, ja. König, naja. Bin ein bisschen verwirrt. 184, so. Seite 184, genau. Okay. Der König des Herbstes ist ein komischer Vogel. Ohne Frage hat er in unternehmerischen Angelegenheiten den Midas-Touch, die Gabe, alles, was er berührt, in Gold zu verwandeln. Jedoch anders als so viele Menschen in der Geschäftswelt hat diese Gabe sein eigenes Herz berührt und es hat sich in Gold verwandelt. Und jetzt ist er bereit, die Erde zu retten. Er kann hunderte von Personen gleichzeitig managen und außerdem noch Abfall raustragen, während er seinen Kongressabgeordneten anruft, um ihm die Meinung zu sagen. Er ist über alle Maßen charmant und wird jedem helfen, der ihn darum bittet. Wenn du einem Tier Leid zufügst, wirst du dich auf der Stelle unbeliebt bei ihm machen. Dieser König liebt die feineren Dinge im Leben. Aus diesem Grund neigt er dazu, sehr hart zu arbeiten. Zu hart. Wo ist dein Mann, fragst du? Oh, er ist im Büro, er ist geschäftlich unterwegs, er nimmt an diesem Protestmarsch teil. Mach dir keine Sorgen, irgendwann wird er nach Hause kommen. Irgendwann, denn der König des Herbstes sitzt auf seinem Thron und überall um ihn herum hängen üppige, reife Trauben. Die Trauben symbolisieren die Fülle, die er geschaffen hat, während der Schäferhund an seiner Seite die Fähigkeit reflektiert, seinen Wohlstand zu schützen. Zusätzliche Bedeutung der Karte, ein großzügiger und empathischer Arbeitgeber, ein angeborener Geschäftssinn, kämpfen für das, was richtig ist, eine erfolgreiche Karriere, kurz vor der Pensionierung oder Rente. Ja, tja, das ist jetzt natürlich schon eine, das ist auch witzig, weil es hier dann ja auch wieder um die Finanzen geht, ja. Mein Gefühl ist, da steht zwar jetzt hier nicht drinnen, aber schon, dass es ein bisschen vielleicht auch ums Übertreiben geht, ja. Also vielleicht hast du in letzter Zeit auch ein bisschen übertrieben, was das betrifft, ja. Gerade das finanzielle Anhäufen von finanziellen Arbeiten bis zum Umfallen, ja. Der König sitzt da jetzt und hat da seine Fülle, aber irgendwie, ne, ist er halt nie da, ne. Und er kann zwar alles in Gold verwandeln, was da steht, das finde ich ja super, aber man muss halt so ein bisschen das Mittelmaß finden zwischen zum Beispiel Beruf und Privaten. Ne? Und vielleicht ist es wirklich
Kämpfe das, was richtig ist, ebenso wie ich vorher schon gesagt habe. So, hör auf deine Intuition, lass dich nicht verunsichern. Aber eben, ich glaube, da geht es auch ein bisschen um eben nicht zu übertreiben, ja, habe ich so das Gefühl. Also vielleicht bist du schon ein bisschen überarbeitet die Woche und denkst dir, ja, das noch und da noch und dort noch. Und ja, geh ein bisschen da in dein Gefühl rein und fühle, ob das so richtig ist für dich und ob das okay ist und ob du dir nicht selber ein bisschen schadest mit dem Ganzen. Ja, wie gesagt, ne, also da geht es ums anscheinend Finanzielle, um die Finanzen wieder mal. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch einen Impuls geben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Liebe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Liken, Teilen, Kommentieren und auch wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, ja, hoffentlich wieder. Alles Liebe, tschüss, baba.